Werte Frau Bundesrätin, werte Anwesende, nur gerade drei Ständeräte haben in der Kommission dieser Volksinitiative zugestimmt. Dieses Stimmverhältnis dürfte an der Urne wohl etwas anders ausfallen. Es ist nicht allzu kühn, vorauszusagen, dass der Souverän dieser Initiative klar anders beurteilen wird. Ich prophezeie sogar eine markant höhere Annahme als damals bei der Minarett-Initiative. Warum? Ganz einfach, weil die Großwetterlage zur Islamisierung in unserem Land seither weiter sich verändert hat. Sie mögen sich alle gut an die heftige Debatte, auch international zur Minarett-Initiative erinnern. Nur war damals noch kaum die Rede von dschihadistischen Gefahren, Hassprediger, ausländischer Finanzierung und Bau von Großmoscheen, Koranverteilung, Verweigerung von Schulunterricht und Händedruck in den Schulen. Zwischenfazit: Der Bundesrat und die Mehrheit der Kommission verkennen die Großwetterlage und das Unbehagen zur schnell voranschreitenden Islamisierung in unserem Land. Das Verhüllen des Gesichtes in unserer abendländischen Kultur steht sinnbildlich für diese Entwicklung. Burka, Niqab sind Ausdruck einer fundamentalistischen Islamisierung. Hätte der Bundesrat und die vorberatende Kommission sich dieser Entwicklung und diesem Unwohlsein in der Bevölkerung wirklich angenommen, so wäre daraus ein griffiger, indirekter Gegenvorschlag hervorgegangen. Das, was uns der Bundesrat als Gegenvorschlag präsentiert, ist ein Placebo-Gegenvorschlag. Dieser Vorschlag hat null und gar keine Wirkung, weil er nur das verlangt, was heute schon gemacht wird. Schon heute muss sich eine verhüllte Burka-Trägerin vor den Beamten und den Behörden identifizieren lassen, sei es im Zug, im Bus, beim Check-in am Flughafen und insbesondere vor den verschiedenen staatlichen Stellen und Ämtern. Der Gegenvorschlag zementiert den Status quo, beinhaltet aber kein einziges ernsthaftes Element, um der Volksinitiative wirklich den Wind aus den Segeln zu nehmen. Dies wäre eigentlich bei einem indirekten Gegenvorschlag das Ziel und Instrument, doch weder der Bundesrat noch die Kommission gehen in diese Richtung. Bei der Konzerninitiative, ebenfalls einer ernstzunehmenden Volksinitiative, hat man sogar eine Subkommission gebildet, zweite Anhörung gemacht und mit großem Aufwand versucht, einen griffigen Gegenvorschlag der Initiative gegenüberzustellen. Hier aber hat das Parlament den Weg des geringsten Widerstandes gewählt und den Pseudo-Gegenvorschlag des Bundesrates mit leichten Retuschen zugestimmt. Leider wird der Bundesrat und die Mehrheit der Kommission erst beim Urnengang Ja aus ihrer Fehlanalyse erwachen. Was mich gewaltig stört und auch sehr nachdenklich stimmt, ist die Tatsache, dass kaum mehr eine Partei oder Politikerin oder Politiker unsere Werte, meine Damen und Herren, unsere Werte, unsere Kultur in der Schweiz verteidigt. Wir sind eine abendländische Kultur und in dieser zeigt man sein Gesicht. So einfach ist das. Und wenn das für die Hooligans am Fußballmatch und bei Demonstrationen gilt, so gilt das noch viel mehr im öffentlichen, zwischenmenschlichen Leben. Werte Kolleginnen und Kollegen, bei uns in der Schweiz zeigt man seinem Gegenüber das Gesicht. So einfach ist das. Bei dieser Volksinitiative merkt man gut, dass Politik auch etwas mit Mut zu tun hat. Kaum mehr jemand hat den Mut, insbesondere im Wahljahr, hinzustehen und eine solche Initiative zur Annahme zu empfehlen. Man könnte ja das Ausland oder eine Branche vor den Kopf stoßen. Bei der Minarett-Initiative hat man oft das Argument gehört, die Vorlage sei nicht EMRK-konform. Hier aber, die Volksinitiative ist EMRK-konform. Und sie ist auch EGMR-konform, denn französische und belgische Beschwerden gegen das dortige Burka-Verbot wurden abgewiesen. Zudem kennen etwa 15 Länder bereits ein Burka-Verbot, darunter 5 islamische Staaten. Nicht einmal unter diesen Prämissen haben wir den Mut, mit anderen Staaten gleichzuziehen. Warum haben so viele Länder ein Burka-Verbot bereits erlassen? Warum wohl? Frankreich, Belgien haben bereits markante Parallelgesellschaften.
Auslöser die starke Islamisierung in diesen beiden Ländern. Die kleine Minderheit, die ich anführe, stimmt also der Volksinitiative zu und empfiehlt sie dem Volk und den Ständen zur Annahme. Als Vertreter dieser Minderheit werde ich, Herr Präsident, mich nicht mehr bei der folgenden Debatte äußern.